Hallöchen! Ich habe hier wieder ein neues Produkt, wieder von der Firma Heierlea. Und das ist wie Leberwurst, ebenso in vegan. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt schon einige Produkte von dieser Firma probiert. Hier sind 150 Gramm drin. Und das ist ein veganer Brotaufstrich auf Basis von Erbseneiweiß. Also keine Soja diesmal. Wasser, Weizenstärke, Shea-Butter 5%, Erbseneiweiß, Zwiebeln, Rohrohrzucker, Meersalz, Hefe, Maltodextrin, Tomatenmark, Gewürze, Verdickungsmittel ist Quarkamel, Champignons, Karamellzuckersirup und Paprikaextrakt ist drin. 100 Gramm haben hier 209 Kilokalorien mit 12,4 Gramm Fett, wovon 5,7 Gramm gesättigte Fettsäuren sind. 17,8 Gramm sind Kohlenhydrate mit 4,2 Gramm Zucker davon. Das Eiweiß ist 5,3 und das Salz ist 2,5 Gramm. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich werde das wieder mit meinem tollen Brettchen, ich kann es ja mal zeigen, werde ich es mal probieren oder öffnen. Der Geruch ist, glaube ich, typisch für diese Firma. Irgendwie riecht da jede Wurst riecht da irgendwie gleich. Ja, sieht auch aus wie bei einer ganz normalen Leberwurst, also macht keinen optischen Unterschied. Ja, riecht genauso. So schaut's aus. Es ist sehr orange. Es ist fast so orange wie mein Schrank. Das ist ja Wahnsinn. Also Leberwurst sieht für mich anders aus. Na gut, aber egal wie es aussieht, Hauptsache der Geschmack, der zählt. Konsistenz ist wie Leberwurst. Paprika schmecke ich. Ist der Wahnsinn. Es ist okay. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich mache das aufs Brot und pack mir da vielleicht noch eine Gewürzgurke da drauf oder esse die dazu oder. Ja. Daumen nach oben. Ja, kann man essen. Kommt einer Leberwurst gleich. Ist ein gutes alternatives Fleischersatzprodukt. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war die falsche Packung. Also, die empfehle ich und die empfehle ich nicht. Also, die kannst du kaufen, ist völlig in Ordnung. Judy, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.